Das Level, ich muss es jetzt schon so oft machen. Da geht halt langsam auch irgendwann die Lust. Geht doch weg! Nein! Och Mann! So, diesmal habe ich einen Plan in Anführungsstrichen. Beziehungsweise keine Lust, die Power-Ups zu holen. Ich gehe hier unten lang. Und schau mal, wo das hinführt. Hier hin, habe ich mir fast gedacht. Zu ungeduldig werden. Also diesmal muss es ein bisschen schneller gehen hier. Ach Mist. Nein! Och Mann! Okay. Und ein Mond. Endlich habe ich den Mond gefunden. Ja, es ist der aus Super Mario Odyssey. Es ist genau der Mond. Kein anderer. Und das Bonus-Game noch als extra Belohnung. Und nur einmal den Pilz. Fünf Leben waren es. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Vertikal scheint das auch zu gehen. Soda Lake. Nee, nee, ist mir jetzt egal. Ja, ja! Nicht euer Ernst. So, diesmal wird's was. Ich war mir meiner Sache noch nie so sicher. Nein! Nein. Nein, es gibt noch mehr Level. Oh nein. Gut, mach jetzt den Soda Lake. Das ist ein Unterwasserlevel, ich hasse es jetzt schon. Mit irgendwelchen Kugelrelease, die nicht mal aussehen wie Kugelrelease, sondern irgendwie viel tödlicher. Sehen aus, als würden die mich töten, also. Ach komm schon, wenn es schon so losgeht, dann kannst du es komplett vergessen. Komm nach unten. Skill. Das ist einfach purer Skill. Jetzt warte ich, bis sie weg sind. Komm, einfach durch. Was ist das?
scheiß Level. Ich treffe es nicht mal. Oh Mann. Aber ich gehe nicht Game Over, das ist einfach. Okay, wo geht's jetzt hin? Achso, zum. Zur Star Road. Ach, mach ich jetzt mal die Butterbridge. Und noch ein Scrolling. Autoscroller. 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 Die ganzen Autoscroller, warum gibt's so viele davon? In Kombination mit diesem Zeug sind Autoscroller der letzte Scheiß. Der Witz ist, du kannst dich nicht ausruhen, du kannst nicht einfach nur stehen bleiben, du musst ständig in Bewegung bleiben, weil sonst das hier passiert. Ich weiß nicht, ob das auch als Exit zählt. Dieser Warp, aber ich glaube nicht. So. Perfekt wäre es jetzt, wenn ich das beim ersten Versuch schaffe. Dann das nächste beim ersten Versuch schaffe. Nee, wäre es nicht. Wenn ich das jetzt nicht schaffe. Es wäre perfekt gewesen, wenn ich es mit Luigi gerade eben geschafft hätte. So, du lässt mich jetzt kurz hier durch. Ich weiß jetzt auch leider nicht. Also auch die sind. Hätten die mich auch verwundet? Oh shit, nicht dieses Level. Och Junge, ich dachte die ganze Zeit, da kommt noch jetzt irgendwas und stellt sich mir in den Weg. Das wäre richtig dreckig gewesen. Rotenschildkröten sind dann schon schneller. So, Koopas. Noko Noko, genau. Noko Noko. Yep. Die roten Noko Noko sind schneller. Wie fies. Wenn man den Münzen hinterher springt, dann stirbt man einfach. Ah, ich warte ab. Die Seite wechselt und ich ihn töten kann. Und dich auch. Lieber unten lang. Ja, das Spiel ist schon echt nicht einfach. Jetzt geht's zum Boss in kleiner Version. Es ist Ludwig. Okay, ich muss ihn erreichen, wenn er Feuer spuckt. Okay. Ja, ich bleib dabei, der schwerste Boss ist der erste. Ich bleib dabei. Endlich.
Ludwig von Cooper's days of composing Cooper symphonies in Castle 4 are over. The forest of illusion lies ahead. Mario must use his brain to solve the puzzle of this perplexing forest. Oder das Internet. Was ich natürlich nicht tun werde. Nee, nee, Mario, du bleibst hier. Das gibt's erst im nächsten Part zu sehen. Ach, komm schon. Ich will es endlich schaffen. Ach, ich bin so dumm, warum mache ich das? Ach, das ist sowas, oder wie? Ja, komm, das kannst du selber machen. Also da konnte man sich einen One-Up holen. Ausgesetzt, man ist lebensmüde. Ich muss mich übelst konzentrieren. Nein! Ach, den Pilz hätte ich echt gebraucht. Lol. Muss ich hier rein? Krasser Shit. Ach man, anstatt dass ich mal diese 3 Sterne bekomme. Ich habe mich jetzt mit Mario kurz umgebracht. Nächstens gibt es hier mal wieder ein Cape. Komm, gib mir das Cape. Ja, das Cape. Ich habe einfach mal wieder so ein Cape gebraucht. Und seit Jahren nicht mehr gesehen. Scheiße. Ach man, der Part geht jetzt schon fast eine Stunde. Aber besteht halt größtenteils aus Fails, die ich dann ziemlich runtercutten werde. Alles klar. Dir auch einen schönen Tag. Ne, ich will das leider nicht überspringen. Wäre das jetzt wieder in einem Tod geendet, hätte ich das jetzt zum letzten Mal gesagt. Man da runter oder? Ja, nicht so. Doch, kommt man. Okay. Ach, Junge. Kann ich doch verarschen hier. Oh, Yoshi, nice. Es ist schön, dich zu sehen, Yoshi. Es tut mir leid, dass ich dich vorhin geopfert habe. Ach komm. Es tut mir wieder leid, dass du Hey. Ach komm. Das Ding her. Wo ist denn Yoshi eigentlich? War der da hinten? Ne, ich bin schon vorbeigerannt. Hier war schon das Ziel. Ach, ich krieg wieder das Ding nicht. Ich werde es jemals wieder schaffen.
Wenn ich das richtig sehe, dann ist die Welt jetzt abgeschlossen. Und das heißt, bis zum nächsten Part von Super Mario World.